Sag mir mal was, was ihr unbedingt machen könnt oder müsst, wenn ihr zum Beispiel einen Supersportler habt. Wenn ihr einen Supersportler habt, habt ihr immer das Problem, wenn ihr Piste runterfahrt, der Lenker ist so niedrig, dass es euch in die Handgelenke wehtut. Die beste Lösung dafür ist eine kleinere Lösung, indem ich erhöhte Lenkerstumme nehme. Und diese erhöhten Lenkerstummen sind 6 cm höher. Oder aber ich mache einen Superbike-Lenker drauf. Und hier seht ihr jetzt, wenn ich den erhöhten Lenkerstummel habe, dann ist das ganz normal. Ich sitze ganz entspannt hier drauf. Ja? Die Hände nicht mehr vor dem Ding. Ich habe es jetzt richtig schön gerade hier. Das ist entscheidend. Nur muss man es einfach mal machen. Deswegen kann man auch einen Supersportler fahren. Auch wenn die Lenker unten drunter sind. Man macht sie einfach höher. Ist kein Problem. Alles klar? Verstanden? Ja? Gut. So, Biker, jetzt kommt noch ein persönlicher Tipp von mir. Passt mal genau auf. Ihr habt ein Motorrad mit 48 PS, entweder den Führerschein neu gemacht oder einer, der den vor dem 1.4.80 gemacht hat. Der kauft sich ein Motorrad, sagen wir mal eine 600er Bandit oder eine 600er Honda mit wenig Hubraum. Da macht ihr folgendes, Tipp von mir, ihr macht die Übersetzung kürzer. Ihr macht einfach hinten 2 Zähne mehr drauf. Und ihr habt einen besseren Drehmomentverlauf von unten raus. Okay, das könnt ihr machen und ihr habt eine bessere Beschleunigung. Alles klar, das ist das, was ich auch immer mache. Ich habe es sogar auf meiner HP4 gemacht und der 200 PS, die habe ich auch kürzer übersetzt. Riesenspaß. Okay, Dankeschön.